Hä? Hier soll noch was fehlen? In der Königsvilla? Also, ich habe hier kein Abzeichen. Kein Stempel, dass ich alles habe. Irgendwas fehlt hier noch. Ah, du bist zurück? Das hatte ich nicht erwartet. Wünschst du dich noch schwierigeren Prüfungen zu stellen, ja? So soll es sein. Ich werde dir einen geheimen Pfad am Wasserfall öffnen. Viel Vergnügen. Fump. Oh. Also es gibt noch mehr Level hier? Sind noch gar nicht fertig? Das klang jetzt wirklich wie, als wäre jetzt hier noch ein geheimer Gang mit ein paar Leveln. Ah, nee. Tatsächlich nur der Weg zur Spezialwelt. Damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Ja, ich mache hier gerade noch eben alle Abzeichen durch. Und wir werden heute nicht nur Wasserfall Spezial Vorsicht Steinschlag spielen, sondern generell auch Spezialwelt-Level. Fürs erste Spezial-Welt-Level müsst ihr die Galopteros-Stampede mit Elefantenform schaffen, um das Secret Exit zu finden. Hier gibt es dann noch drei weitere Level, die ihr abschließen könnt. Und dann seid ihr hier in der Spezialwelt. Hier kann man, by the way, in diesem Level sehr gut lederne Münzen farmen, also für die, die es interessiert. Ja, Spezialwelt Level Nummer 1. Hier fangen wir direkt an. Und ich würde gerne jeden einzelnen Level einen anderen Charakter spielen. Deshalb, Toadette, tut mir leid, du musst raus. Fangen wir doch einfach klassisch mit Mario an. It's me. Genau so ist es. Röhrenfelsen Spezial. Rolfs am Pieksberg. Oh mein Gott, das wird, ja, sehr schwierig. Alle Level haben hier, glaube ich, 5 Sterne Bewertung, also das Maximum. Schwierigste der Schwierigsten. Oh, okay, bis später. Was ist denn jetzt? Weiße Blume, oh Gott. Oh Gott, ich sehe es schon. Hey Kumpel, ich komm mal mit. Nein, warte, andere Richtung. Genau, einfach in die Richtung. Tipp ein bisschen rüber, genau. Bruder, was machst du? Ja, ich habe leider das Pech, dass ich klein bin. Ich nehme jetzt auch mal meinen Notfall-Elefanten. Ich wollte ihn eigentlich noch nicht benutzen, aber einen weiteren Hit kann ich jetzt schon noch gebrauchen. Deshalb nehme ich ihn jetzt einfach mal. Und ich sehe schon, die Level werden hier richtig, richtig böse. Oh, das ist doof. Okay. Ich versuche nicht zu oft mein Abzeichen zu benutzen, weil das natürlich ein bisschen alles vereinfacht, offensichtlich, aber manchmal muss ich mich einfach retten. Da habe ich dann keinen Bock auf ein Game Over. Wow! Wie findet ihr eigentlich die neue P-Switch-Musik? Ich finde sie eigentlich ganz nett. Okay, wunderbar. Und das war's Level. Wundervoll! Aber kann das Level ohne Wunderblume gar nicht machen, oder? Ja, kurz und knackig, wie es mir gefällt. Also, hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es lang wäre, aber dadurch, dass es kurz war, war es dann nochmal angenehmer. Yeah. Also das ist wirklich so ein Level, gibt man, wenn man nicht so experienced ist, bis man Erfahrung hat, gibt man hier sehr viele One-Ups weg. Aber dann, bye-bye, hat man, glaube ich, jetzt Zugriff auf die Mitte dieser Sternenwelt, dieser Spezialwelt. Richtig? Ja, so ist es. Wunderbar. Können wir kurz nachschauen. Abzeichen, Häkchen. Ihr seht da oben auch. Da oben überall Häkchen. Bis halt auf die Spezialwelt. Die fehlen uns halt noch. Aufstände gefällig? Interessierst du dich für Aufstände? Wir haben eine große Auswahl. Noch mehr Gamble? Oh! Oh, finally, ey. Boah, Junge. Endlich. Für bestimmte Charaktere einen Aufsteller kann man jetzt kaufen. Warum nicht vorher? Okay, dann müsste ich aber halt... Oh, ne, Abzeichen nicht. Da fehlt uns noch eins. Mal gucken, von wem mir was fehlt. Mario, Luigi, Peach, Daisy, Gabbertop. Okay, warte, für wen habe ich... Okay, grünen Yoshi habe ich alles und das war's. Okay, also, dann ist ja offensichtlich, was ich kaufe. Ich kaufe ein bisschen. Kann nicht schaden. Außer die Musik ist ganz nett. Nee, mach mal bitte nach der Reihe alles. Nice, Ballon Mario. Damit haben wir alle Marios. Die sind sogar jetzt ausverkauft. Ich kann nicht beim Yoshi gemerkt, lol. Das ist geil. Das ist echt gut klug gelöst. Yeah, hier von Luigi. Warte, kriegt man jetzt wirklich nur die, die uns einem noch fehlen? Und wenn ja, ist das ja noch geiler. Tatsache. Seifenblasen Peach. Ja, ganz ehrlich, Leute. Gebt zwar ab und zu mal eure Blütenpunkte auf, aber die 900, die ich letzte Folge ausgegeben habe, die hätte ich hier rein investieren sollen. Ups, egal. Wir werden bestimmt noch genug sammeln in diesen Leveln.
6 für das mittlere und man kann auch online spielen. Okay, dann gehen wir mal zum zweiten Speziallevel. Das perfekte Timing ist ein sehr schweres Level für viele, nicht für mich. Und nach der Sprungfeder kommt man dann hier in der zweiten Welt zum Speziallevel. Yo! Luigi hat auch noch richtig Bock. Ich denke mal, wir werden in 2 Folgen oder so schon durch sein mit dem Spezialwelt, weil das erste war schon zu kurz. Wie kurz waren denn die anderen? Wirkschön Spezial. Nächtliche Rhythmen. Here we go! Oh Gott, diese Stimme kommt immer noch nicht drauf klar. Also nicht, dass es schlecht ist, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ungewohnt. Oh, es geht direkt los. Okay. Das perfekte Timing mal wieder. Bom, bom. Und währenddessen kommt die Lava hoch und will uns den Spaß verderben. Deshalb... Oh, ich hab versaut, glaube ich, oder? Muss kurz hochtricksen. Tut mir leid. Nein, die Sache geht weg. Nein, nein. Oh, der Sound. Gib mal hier das hier. Damit ich nicht cheaten kann. Oh yeah! Ich will es mal ohne Cheating versuchen. Nur mit Tricks und mit Skill. Dun, 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 dun. Okay, nein, das funktioniert nicht. Ich brauche da ein bisschen Unterstützung. Wow! Aber. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte persönlich gar eigentlich nicht wirklich Probleme mit das perfekte Timing. Aber es ist interessant, dass wir eine schwierigere Version von dem Level bekommen. Bam, bam. Ja, da muss man einfach so dran, oder? Ich denke, das ist so richtig. Aber wenn man hier noch so viel Zeit hat und alles, müsste eigentlich so richtig sein. Mitnehmen? Was? Wie willst du das denn bitte mitnehmen? In der Zeit. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll hier mit den Items und alles. Uihi! Okay, dritter Versuch jetzt. Hier habe ich halt nur die Angst, dass ich halt zu wenig rutsche. Zu weit rutsche, meine ich. Zu viel rutsche, ja. So, direkt weiter, direkt weiter, direkt weiter. Das war schon direkt die Lava. No way, bro. Okay, wir stellen uns einfach vor, ich hab's mitgenommen, okay? Gut. Dum, 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 dum. Was zum Teufel? Boah, wie klein! Ah! Nein! Alter! Was? Okay, gehen wir mal in den Schwebehochsprung. Diesen Luigi-Jump. Wir spielen ja sowieso Luigi gerade. Vielleicht können wir dann so besser die Sachen erreichen alle. Ah, schade. Ich dachte, das würde funktionieren. Ah, obwohl, der ist eigentlich... Nein, warte, der ist hier schlecht. Wisst ihr, warum das schlecht ist? Warte, kill mich noch kurz. Der ist hier schlecht, weil ich dann nicht richtige... Ah, verdammt, das ist echt schwer. Das ist wirklich... Das ist wirklich der Hammer. Ranken. Ja, eigentlich hilft gar nichts, wenn wir mal ehrlich sind. Nee, eigentlich hilft dir gar nichts. Mach das mal unsichtbar. Da können wir mal eine Challenge draus machen, das unsichtbar zu schaffen. Mhm. Bam, bam, hooray! Okay, das ist der letzte Versuch, danach schneide ich. Weil sonst dauert das sonst zu lange. Keine Ahnung, wie man das einsammeln soll in der Zeit. Oder auch... Den da. Oh nein. Braucht man hier irgendwie Speedboost oder so? Bam, bam. Bam, 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 bam. Okay, okay, jetzt sollte ich haben. Bitte, ist der knapp, aber wir sollten es. Nein! Okay, okay, okay. Sorry, aber das war sehr unlucky. Fantastisch! Ja, boah, das ist ein hartes Level, du. Das ist ein harter Knacker hier. Boah, eins der schwersten Level bisher. Normales perfektes Timing fand ich gar nicht mehr so schwer, aber das hier, okay, da gebe ich zu. Das war schon nicht schlecht.
Nächtliche Rhythmen. Mhm. Ach. Gott. Da musste ich jetzt mal alles geben. Aber irgendwann hat man den Dreh raus. Irgendwann hat man die Muscle Memory halt raus, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und was steht denn hier eigentlich? Hier ist ein Schild. Schaffst du es? Willkommen in der Spezialwelt! Hier gibt es keine Königssamen, doch du kannst deine Fertigkeiten hervorragend auf die Probe stellen. Bist du bereit, dich der Herausforderung dieser schwierigen Level zu stellen? Oh yeah! Warum leuchtet alles? Hört mal! So ein lustiges Summer, wenn die rumlätscht. Außerdem hat man so einen Glitzereffekt. Glitzer, Glitzer, yeah! Naja, also wo das hier in der dritten Welt ist, das haben wir am Anfang der Folge schon gesehen. Bin nicht auf die Idee gekommen, einfach nochmal in das Haus zu gehen. Aber egal. Wasserfall Spezial! Vorsicht, Steinschlag! Peach passt ganz gut auf dich auf, ja? Denn hier werden wir keinen Spaß haben. Ja, hallo? Ja, hallo, was gibt's? Oh Gott, was ist das denn für eine Allgemeination, Alter? Das ist einfach ein Dreier Lakitu mit einer großen, fetten McDonalds-Wolke. Gott, wow! Wow! Wer braucht schon Stachis, wenn man riesige Stachelkugeln hat? Das Level-Design erinnert mich... Oh no. Das Level-Design erinnert mich irgendwie total an... Super Mario Bros. 1, 2. Oder hier 1, 1 und danach sind wir in 1, 2. Ist das die Anspielung? Soll das so sein? Boah. Ja, komm! Okay, los, Lolli Peach, du schaffst das! Lolli Peach, pass auf! Oh. Ich nehme mich noch mit, wenn ich darf. Danke, ein Pilz. Hier ist ein Pilz, Leute. Oh, das ist interessant. Das können wir ruhig machen. Habe ich nichts gegen. Oh, das ist nämlich an irgendein anderes Spiel von Nintendo. Irgendein anderes, ich glaube, SNES-Spiel oder so. Boah, ich weiß gar nicht, welches das war. Aber da gab es auch so ein Spiel, wo man so... Boah! Oh, sie erst ausweichen muss. Ansonsten nehme ich das auch an... Ah, verdammt. An Nintendo Land. Oh, hey. Den hätte ich gerne. Ja. Ne? Oh, no. Mies. Ja, hallo? Ja, hallo. Also das Level, es geht schon direkt so los, ja. Hat doch das 1-1, dann ist sie 1-2. Dann haben wir hier nochmal... schön Feuerblume diesmal. Können wir aber, glaube ich, hier nicht benutzen, oder? Können wir die Seite benutzen? Nope. Okay, egal. Wir müssen jetzt wohl lang. Wir müssen kurz warten. Nicht auf... Ach, komm, Bruder. Nicht auf mich. Ja, da können wir hoch. Dann müssen wir einmal im Kreis. Und dann am besten hier in der Umgebung bleiben. Oder einfach direkt von oben mitnehmen. Aber leider bin ich jetzt gleich tot. Ich beschütze mich hier unten. Ich darf hier drunter stehen. Ja, genau. Sehr gut. Danke. Wow. Close. Oben bleiben ist eigentlich hier das Sinnvollste, ne? Nein! Oh mein Gott. Das ist nicht genug. Ah! Ah! Bitte mal hier hinwerfen. Nicht zu mir! Danke. Da oh! Oh! Alter, ist das schnell. Oh nein. Ah, na! Und das ohne Checkpoints? Nein! Oha. Ich sterbe jetzt, oder? Ich kann mich jetzt auf gar nichts mehr konzentrieren. Alter, das ist böse. Junge, ist das böse. Was? Wie willst du da lebendig durchkommen? Hallo? Warte, ich glaube... Ich glaube, wenn ich ja mit dem Superpilz-Abzeichen durchkomme, weil ich brauche ja mal ein anderes Abzeichen in diesem Level nicht, das funktioniert ja nicht. Dann habe ich hier einmal als Peach eine Feuerblume. Ne? Und was ich dann auch noch habe, ist direkt hier oben eine weitere. Ja, dann habe ich mehr Hits. Okay. Das war ich jetzt sogar drin, weil dann kann ich euch direkt zeigen, wie man das Level macht. Ich mache es jetzt First Try perfekt. Speedrunner ist jetzt für euch. Wenn es nicht funktioniert, dann schalte ich es raus, aber... Ich denke, ich schaffe ich First Try. Ja, First Try, ihr wisst schon, wie ich das meine mit First Try. Hier einfach treffen lassen, dann kriegt ihr das erste Ding. So ist es halt wirklich am einfachsten, einfach oben Damage boosten! Alter.
Das war richtig knapp und gar nicht geplant. Ach komm schon. Ach komm schon. So. Weil da brauche ich jetzt schon mein. Ach so, leise, Mike. So, zweite. Hier durch ist easy. Das hier ist einfach nur nervig. Und. Ja. Sehr riskant. Nee, das schaffe ich nicht mehr, oder? Das hier ist die böseste Stelle. Also, wenn ich jetzt sterbe, ist das echt traurig. Aber das Level ist wirklich schwierig. Also, das ist auch mehr oder weniger auf dem gleichen Level wie das andere Level vorhin. Das zweite Spezialwelt-Level. Das war echt schwer. Danke. Ja, dachtest du. Reiz. Boah, ist das böse. Okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Und... Genau, man braucht nämlich in jedem einzelnen Level die goldene Flagge. Erst dann wird eine Welt auch als abgeschlossen markiert mit dem Häkchen. Denkt dran, sammelt die. Bestimmt werden die noch hilfreich, oder was ist hilfreich? Noch wichtig sein. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Wir sammeln sie auf jeden Fall. Machen uns die Arbeit noch schwerer. So, theoretisch könnten wir jetzt auch schon das mittlere Level machen, aber das spare ich mir auf tatsächlich. Ja, ja, was haben wir machen können? Ist ein paar Aufsteller noch kaufen, bevor wir weiterziehen auf das nächste Level. Denn Peach hat noch einmal eine Stachelkugelform und einmal eine Gumba-Peach-Form. Die ist super. Daisy auf der anderen Seite. Ah, noch Gumba-Daisy. Hüpfer-Daisy. Und das kann ich euch nicht zeigen, weil ich kein Geld mehr habe. Oh no. Wenn ihr dieses Level schafft, dann habt ihr hier zwei weitere mit Unsichtbarkeit. Und dann kommt jetzt schon Spezialwelt. Genau. Daisy wird uns das jetzt vorführen, wie das funktioniert. Und ich sehe schon sehr viel Salz hier. Oder Salz, je nachdem. Wüstenspezial, Freiluftakrobatik. Let's go! Sie ist hyped und pumped und let's go! Ja, erste Level war schon schwierig, aber nicht so krass. Zweites Level war sehr schwierig, drittes Level war auch relativ schwierig und... Sweet! Ich hab das Gefühl, dieses Level wird auch nochmal schwierig. Sehr, sehr schwierig. Meine Vermutung. Obwohl, bisher ist es eigentlich auch relativ simpel, ehrlich gesagt. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Oder muss ich hoch? Nein, was? Was? Hallo? Spiel! Wie kriege ich den denn zum Ploppen, Alter? Wie ploppe ich den denn? Wie mache ich das? Leider habe ich jetzt riesiges Pech, weil ich klein bin. Ich habe noch eine Feuerblume. Ah, zu spät. Zu spät. Bete für die. Es ist leider jetzt schon zu spät hier. Oder kill mich kurz. Weil das macht keinen Sinn. Naja, wir machen dann zwei Teile draus, glaube ich. Oder vielleicht auch ein Dreiteiler. Je nachdem, wie schlecht es jetzt laufen wird. Ich denke immer, dass da oben ein Power-Up ist. Ich muss es lassen. Mein Gott. So. Zumindest hilft uns unser Abzeichen sehr. Haben ein sehr gutes Abzeichen. Wow! Ach komm! Steuerung! Ernsthaft? Jetzt mal ohne Witz. Ah! Von unten nach oben. Wow! Und wie es von unten nach oben geht! Wir klettern ein bisschen! Ha. Hä? Ich habe aber noch gar keine 10er Münze gesehen! Wow! Wow, das ist echt lächerlich. Also ohne Witz, die Zehner, die war echt lächerlich versteckt. Das gefällt mir nicht. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut gemacht. Nein, 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 nicht. Aber egal. So, hier Stachelattacke. Genau. Warten, bis der Heini kommt. Heini ist da. Blob, blob, da dran. Dann einfach irgendwelche Richtung drücken. Passt dann schon. Wir wird schon gesaved bestimmt. Okay, wir wollen jetzt hier stehen. Yes. Okay. Da unten irgendwo stehen. Das ist das Richtige. Blob. Schmeiß weg. Ah, oh, wie schön mit dem Glitzer-Effekt. Ganz schön. Aber ihr habt doch bestimmt... Einer von euch hat doch bestimmt eine 10er-Münze. Die geht auch wieder weg. Da ist eine. Ach, so muss man da drankommen. Okay, so kommen wir da ran.
Also hätte ich so oder so jetzt bekommen. Aber du, Kumpel, du bekommst gar nichts. Dreht euch um. Ich ziehe an euren Schnüren oder ich lasse es einfach sein. Ich habe keine Zeit. Was denn? Mach schnell. Okay, aber mir fehlt noch eine 10er. Coin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist sie. Okay, wir haben's. Die war gar nicht mal so schwer. Man muss sich nur konzentrieren. Was jetzt? Hallo? Wow, was zum... Was macht der denn hier? Oh Gott. Blob. Dankeschön. Ja, cooles Level. Ein bisschen leichter, würde ich einschätzen. Meiner Meinung nach war es jetzt ein bisschen einfacher. Boing. Ja, okay. War aber auch ein cooles Level, wie jedes Level eigentlich. Fast alle Level im Spiel sind cool, Mann. Was soll ich sagen, ey? Bye. Bye bye. Aber ihr könnt mir natürlich auch gerne in den Kommentaren da lassen, welches für euch das frustrierendste Level hier war. Naja. Da gibt es ja einige Contester schon, würde ich behaupten wollen. Aber schauen wir uns noch mal das nächste an. Wenn ihr zum zweiten Mal in Poplins in Not reingeht, dann findet ihr einen weiteren Ausgang mit der Spezialwelt. Und hier, ja, hier haben wir was Krasses vor uns. Und zwar grünen Schleim? Nein, wir haben Fungi Spezial Donut Abgrund. I'm ready! Oh yeah. Ehrlich gesagt nicht so, oh yeah, ich habe ein bisschen Angst vor dem Level. Einfach nur vom, wie es aussieht. Nur allein von dem Fakt. Blöp. Tschüss. Oh, danke. Ich glaube einfach alles für mich ein. Ja, hallo? Oh Gott, Mario Maker Level. Okay, verstehe. Okay, egal. Egal. Ich mag die Musik hier. Der 1-2 Remix. Ey, verschwinde. Verschwindibus. Was geht denn jetzt ab? Ausweichen, während wir so einen Blödsinn machen. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, wenn wir das berühren, sind wir sofort tot. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das stimmt. Ich könnte es mir aber auf jeden Fall vorstellen. Danke. Das ist aber wirklich so ein Mario Maker Level gerade. So, was jetzt? Freefall! Oh Gott. Okay, wir können uns nach oben und nach unten steuern. Ja, es killt uns sofort. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Müssen wir alles neu machen? Dann skippe ich das. Ja. Leider ohne Power-Up muss ich jetzt diese Stelle hier machen. Ich mache aber einfach mal von hier aus weiter. Zack. Dann sieht ihr mal, wie man das macht, ohne die Gegner zu killen. Okay, und hier muss ich mehr aufpassen. Ein bisschen mehr chillen. Das ist böse, dass da noch Gegner runterfallen. Das ist echt böse. Stopp. Okay. Wow, 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 hey. Hey, 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 ganz ruhig, böse Wand. Oh nein, was wird das hier? Bitte nicht. Ah, genau. Na, da kommen immer wieder Gegner runter. Ja, also man stoppt sofort bei diesem Goo. Also passt auf jeden Fall auf, weil die Steuerung hier hilft einem nicht so wirklich. Oh, Geld, danke. Kann ich gut gebrauchen. Die bösen Blasen hier aber auf jeden Fall nicht. Ja, war eigentlich voll chillig. Also, das Level war voll in Ordnung, wenn das das Ende ist. Warte, fehlt mir nicht noch eine Coin? Nee, ich hab alles, okay. Nee, war eigentlich voll in einem ordentlichen Rahmen. Ja, aber ich denke, das ist auch personenbezogen. Ich glaube, manche Leute werden hier mehr Probleme haben, mit den Gegnern rüber zu springen und sich nicht von den Kugeln treffen zu lassen, als andere. Ich mag diesen Effekt, weil alle so nass sind wegen dem Regen. Ja, das ist einfach personenbezogen. Ich denke mal... Man kann wirklich sagen, ich glaube, bei der Spezialwelt-Level ist das wirklich so, dass jedes einzelne Level jeweils für eine bestimmte Person das ist das schwierigste Level oder das ist das schwierigste Level. Einfach wie anders alle sind. Das gefällt mir auch. Das ist echt nice. Es gibt hier in den Magma-Tiefen noch einen geheimen Gang in einer dieser Level.
wodurch man die ganzen Profi-Abzeichentests machen kann und danach zur Spezialwelt eingeladen wird. Der blaue Toad darf das jetzt noch abschließen, bevor wir den Rest dann in der nächsten Folge machen, zumindest ist das Plan. Magma Spezial! Tempo, Tempo! Mit einer Kugel. Wollen wir eine Kugel haben? Wer hat eine lustige Kugel? Wir können ja kurz an den Standys schauen, wer eine lustige Kugel hat, falls wir die überhaupt alle... Ah, Yoshi sieht lustig aus eigentlich, oder? Ansonsten, ich finde Mopsy sieht auch ganz lustig aus, aber... Ich finde Yoshi am lustigsten. Komm, wir nehmen mal Yoshi. Ich finde den grünen persönlich am besten. Mag halt grün von den vier Farben am meisten. Ein bisschen Abwechslung. Das brauchen wir eigentlich gar nicht für Yoshi. Nimm einfach das. Fallschirmmütze ist ganz gut. So. Dankeschön. Boah, Alter. Das geht schon so los, ey. Yeah. Danke, Spiel, ist klar. So, das ist einer der letzteren Level, die man freischaltet. Aber man muss ja Sprint gedrückt halten. Einer der letzteren Level, deshalb erwarte ich jetzt richtig krasse Challenges. Ja. Keine Ahnung, wie du da genug Zeit hast. Boah, das ist echt böse. Und ich habe auch extra Yoshi genommen, weil der kann sowieso das nicht überleben. Also jeder stirbt hier mit einem Schlag. Ich finde Yoshis Gesicht irgendwie lustig. In der Kugelform. I don't know why. Es sieht einfach für mich sehr gut. Immer voll aus. Ah, so muss man das machen. Ah. Was? Wo lang? Hä? Was? Oh, sag mir nicht, da hinten war noch eine Münze. Ich habe das starke Gefühl, da war auch noch eine 10er Münze. Also hier ist auf jeden Fall eine. Ne, das war die zweite. Nein! Boah, das ist... Boah, das ist ein böses Level. Aber das ist ein cooles Level. Ich mag generell, dass die meisten Spezialwelt-Level hier einfach kurz, aber knackig sind. Das passt sehr, sehr gut. Vor allem, weil viele Leute machen ja einfach zwischendrin... Wenn sie es gerade freischalten, dann machen sie es auch direkt. Ich will aber alles von der Spezialwelt in ein, zwei Folgen zusammen halt packen. Deshalb mache ich es halt so, wie ich es jetzt halt mache. Ja, schade. Stellt euch einfach vor, ich habe es eingesammelt. Okay, danke. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ja. Oder wir lassen es einfach. Hier Münzenmarke kann ich machen. Oder extra Münzen oder so. Dann habe ich noch was von. Yeah. Das ist der letzte Versuch, danach skippe ich in der Folge stellen. Eigentlich hätte doppelte Münzen anstellen sollen, glaube ich. Okay. Hier einfach so bouncen. Ja. Hier einfach cheaten. Ist wirklich besser, hier einfach zu cheaten. Und die Abkürzung zu nehmen, sage ich mal. Hier. Boah, was? Wie sollst du das... Was? Wie? Was zum... Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie man das einsammeln soll. Und dann auch noch schneller, schneller sein soll. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das funktioniert nicht wirklich. Zumindest in meiner Erfahrung. Alter. Hallo. Ja. Okay, immerhin kann ich es nochmal aktivieren. Wow, hey, Drache, Kumpel, was geht ab? Boah, das ist cool gemacht, aber richtig, richtig fies. Boah, aber das war ein cooles Level. Aber für die 100% ein bisschen zu fies. Gut, dass wir den Bonus haben, dass wir hier in einem neueren Spiel kein Baby-Mode anhaben, dass alles, was wir gesammelt haben, gespeichert bleibt. Mehr oder weniger. Yeah. So, good job, Yoshi. Dann habe ich dich auch nochmal gezeigt. Und beim nächsten Mal machen wir dann Ende Gelände. Wahrscheinlich dann auch der letzte Part. Seid dabei. Außer ich entscheide mich jetzt random um und es gibt nur noch ein, zwei Level und dann ist es schon der letzte Part. Ich glaube aber nicht. Könnte aber sein. Wer weiß es schon.